Hallo liebe Kater und Katzen und diejenige, die einen Kater oder eine Katze haben und willkommen hier zu einem Video etwas anderer Art, aber ich bitte euch alle trotzdem dran zu bleiben, denn es ist eine sehr wichtige Information für alle Leute, die gerade zuschauen. Denn die Leute, die jetzt gerade zuschauen, sind ja nicht mehr aktiven Zuschauer und so. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich erstmal für die letzten 2 Wochen entschuldigen und euch dann noch eine große Ankündigung machen, die die nächsten 2 Wochen betrifft. Erstmal auf die letzten 2 Wochen zurückzukommen. Es kamen ja sehr unregelmäßig Videos. Also ihr habt das ja selber gemerkt. Irgendwie kam dann auf einmal am Samstag 5 Folgen und dann am Sonntag kam dann noch der Rest und irgendwie hat es dann doch nicht hingehauen und so. Ja, ich möchte das insgesamt jetzt mal ganz kurz erklären, weil ich fühle mich da so ein bisschen schlecht, einfach euch gar nichts zu erzählen, okay? Also deswegen, folgendes, es fing an am Fest der Liebe. Und nein, damit meine ich jetzt nicht das Sonderangebot im Bordell um die Ecke, sondern ich meine natürlich Weihnachten. Und das hat damit nämlich angefangen. Ich habe nämlich ein Videoschnittprogramm zu Weihnachten bekommen. Nochmal danke dafür an die Person, die mir das geschenkt hat. Und ja, das habe ich bekommen und da musste ich erstmal ein bisschen rumfuhrwerken. Hab's dann irgendwann mal geschafft, ein Video zu schneiden. Das war auch gar nicht so schwer. Das Videoschnittprogramm ist nicht so kompliziert, nicht so, ja, nicht so sehr overkill, aber es ist sehr, sehr gut, das muss man sagen. Und ja, dann habe ich es geschafft, habe das Video geschnitten, habe es gespeichert und dann habe ich auf Hochladen gestellt und dann nach 3 Stunden kam ich zurück und das war nur 5% hochgeladen. Ja, was war denn los? Es war AirPods CEO mit 76 GB. Ja, das bedeutet, ich musste noch 10-mal rumfuhrwerken, 10-mal abspeichern und das hat irgendwie dann... Zum Schluss hatte ich dann doch eine sehr gute Qualität auf sehr geringem Speicherplatz, dass ich dann hochladen konnte. Okay, also das bedeutet, da muss ich dann nebenbei noch mit Movie Maker schneiden, damit das dann irgendwie doch rechtzeitig kam. Aber ich habe es dann doch nicht geschafft, weil irgendwie Schnittprogramm hat auch nochmal ziemlich viel gefressen und alles Mögliche. Also lange Rede, kurzer Sinn. Letzte Woche war es wegen Schnittprogramm. Okay, gut, verstehen wir vielleicht, vielleicht nicht, okay. Dann diese Woche, fragen sich jetzt auch einige, okay, du hast doch irgendwie hier, kamen auch keine richtigen Videos. Es kam doch erst alles am Freitag irgendwie so ein bisschen verzögert. Ja, und zwar eigentlich hatten wir nach Neujahr, also am Dienstag, hatten nicht und viel rausgemacht. Wir schrauben da jetzt den neuen Prozessor rein. Ja, war ein bisschen schwieriger als gedacht. Zuerst mal hat das Rüberziehen der ganzen Daten, damit die gesichert sind, hat das mal jahrelang gedauert und zum Schluss... haben wir 12 Stunden lang gebraucht, auf 2 Tage verteilt, damit wir das endlich reinkriegen. Das bedeutet, es war deutlich länger, als ich überhaupt gedacht habe. Und, weil sich einfach Windows die ganze Zeit geweigert hat, sich zu installieren. Und dann mussten wir Windows ganz neu aufsetzen und jetzt muss ich alle Programme neu machen. Und das hat dann einfach schlichtweg dazu geführt, dass ich dann das neue Videoschnittprogramm, also das, was ich zu Weihnachten bekommen habe, konnte ich nicht richtig installieren. Und Movie Maker wollte sich auch nicht installieren lassen. Das bedeutet, ich saß ganz kurz ohne Schnittprogramm da. Und Bandicam wollte auch nicht richtig aufnehmen. Die Maus hat geflackert und alles Mögliche. Und ich war einfach... Und dann habe ich zum Schluss doch noch geschafft, Movie Maker zu installieren. Mein neues Videoschnittprogramm ist jetzt auch drauf. Und ich hoffe, jetzt funktioniert alles komplett. Das einfach ganz kurz. Also jetzt habe ich schon 3 Minuten darüber rumgelabert. Zu den letzten 2 Wochen. So, das also nochmal ein ganz großes Dankeschön an Firuk, dass jetzt endlich das alles so gut lang und gut geklappt hat. Jetzt komme ich zu den nächsten 2 Wochen und zwar an all diejenigen, die es immer nicht schnallen, was jetzt die nächsten 2 Wochen los ist. Deswegen mache ich auch das Video, weil eigentlich mache ich so ein Video eigentlich gar nicht. Aber da viele neue Zuschauer auf meinem Kanal sind, möchte ich euch jetzt erklären, was die nächsten 2 Wochen los ist. Und zwar ist das jedes Jahr, könnt auch letztes Jahr auf letztes Jahr zurückspulen, ihr könnt auch vorletztes Jahr zurückspulen. Immer habe ich eine wunderbare Winterpause, irgendwie Januar, Februar, März. In diesen 3 Monaten habe ich immer so eine Winterpause, mal ist sie 4 Wochen lang, mal ist sie 2 Wochen lang, mal ist sie 1 Woche lang, mal sind sie 10 Jahre lang, nee, das nicht, aber jedenfalls, ich bin jetzt 2 Wochen lang in Winterpause und dann bin ich für euch wieder am, muss ich ganz kurz auf den Kalender schauen, am 22. Januar bin ich dann wieder hoffentlich mit allem technischen Gefissel wieder fertig und habe alles richtig eingestellt und so, ne, und das bedeutet, am 24., 25., 26. Januar kommt dann das neue Projekt auf meinem Kanal. Und ja, genau, also da kommt dann, also da kommen dann die neuen Projekte. Also Long Dark und AirPods CEO sind nicht abgesetzt, aber pausiert. So.
Das bedeutet, Ende Januar geht es dann wieder regulär weiter. Jetzt sind aber 2 Wochen Pause. Und wenn ich sage Pause, dann meine ich wirklich Pause. Okay, also da kommen dann keine Streams, da kommen keine irgendwelche Videos, da kommt echt gar nichts. Aber nicht, dass ihr denkt, ich wäre ausgestorben oder so. Ich komme schon noch wieder. Ne, das wollte ich jetzt einfach nochmal ganz klipp und klar sagen. Ansonsten mache ich immer Bildschirm aus, alles zu. Und dann ist halt mal 2 Wochen Ruhe. Und das hat dann eigentlich auch wenig gestört, aber halt, weil einige dann wahrscheinlich wieder ausrasten. Nein, ich kann dir keine mit YouTube offen. Nein, ich mache nur eine Winterpause, okay. Also von dem her, ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Ich gehe jetzt langsam in den Winterschlaf. Ich weiß nicht, wenn ich das genau hochlade. Vielleicht kommen heute noch ein paar Videos, ne? Heute sollte ja noch ein bisschen Spezielles was kommen. Und Airport CEO, das aber, wie gesagt, ja, dann später. Ne? Also, wir sehen uns dann irgendwann mal. Bis in 2 Wochen spätestens. Ne? Ciao mit K.